Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem Infovideo mit mir und mein Konto. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, es geht heute darum, dass wir den Server abschalten werden. Ne, mein Konto? Ja, Mulenja. Ja, es ist so, dass wir am Freitag, den 1.7. den Server offline nehmen werden, also für alle Spieler und nur noch für uns eben, für mich, Malkondo und ein paar andere Leutchen offen lassen, die halt die Welt hier ein wenig weiterbauen und eben, dass das Resort noch weitergeht, aber eben alle anderen dürfen dann eben nicht mehr auf dem Server spielen. Zumindest nicht dauerhaft. Genau, es sind Events geplant, aber dazu kommen wir später. Gründe sind da eigentlich auch sehr eindeutig. Es gab sehr, sehr viel Ärger, seit wir den Server aufgemacht haben. Haben wir viele Bannungen gehabt, nicht nur auf dem Server, sondern auch auf dem Kanal. Es gab sehr, sehr viel Ärger mit euch. Dann ist einfach auch der Zeitfaktor ein ganz großer Faktor, denn einen Server betreiben, YouTube zu machen, das ist dann schon ein wenig viel. Ja. Sag du doch auch mal was. Ja, also Mulenja hat ja eigentlich schon soweit erzählt, was Sache ist. Ja, also es ist so, dass es eben wirklich ganz, ganz viel Ärger gab. Nicht mit jedem von euch natürlich. Nein. Es gab ganz viele Leute, die haben ganz lieb und nett auf dem Server gespielt, auch so, wie wir uns das gedacht haben anfangs und so, wie es eigentlich laufen sollte. Aber es gibt immer mal das ein oder andere schwarze Schaf dazwischen, was dann ein bisschen Ärger macht und was dann aber eben ganz viele, wo dann viele Leute mit in diesen Strudel gezogen werden. Und das wirkt sich einfach auf das Miteinander unserer Community aus, eben hauptsächlich natürlich der Community von Mulenja. Und ja, untereinander kann das dann ganz schnell zu Reibereien und Stress führen. Und das ist eine Sache, die wir eigentlich gerne wieder abschalten möchten. Wir haben uns das Ganze anders vorgestellt. Es sollte eigentlich ein tolles Miteinander werden. Das Ganze hat leider nicht geklappt. Nein, so gar nicht. Es ist einfach ein Fehlschlag gewesen, muss man ganz klar so sagen. Ja. Es sind zwar viele nette Sachen dabei rausgekommen, aber ganz viel ist auch einfach schiefgegangen. Und ich muss auch ganz einfach sagen, es ist so, damit will man sich einfach nicht mehr belasten. Nein, gar nicht. Ja, und ja, wie gesagt, dann ist der Zeitfaktor ganz einfach noch da. Wir haben eine Familie. Dann ist, wie gesagt, YouTube, was ganz viel Zeit in Anspruch nimmt, wo Mulenja ganz, ganz viel dran arbeitet. Und der Server dann dazu, das bricht einem irgendwann das Genick, vor allen Dingen, wenn eben viele Leute nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten und man sich permanent um irgendwelchen, ja, ich sag das einfach mal, Kindergartenkram kümmern muss. Genau. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, den Server abzuschalten. Genau. Also, wie gesagt, abzuschalten für euch. Ne, die Whitelist wird halt gesperrt. Alle, die auf der Whitelist sind, kommen dann nicht mehr auf den Server. Genau. Es wird, wie gesagt, Events geben, wo dann mal wieder Leute rauf können. Für einen Tag oder irgendwas in der Richtung. Das wissen wir noch nicht. Wissen auch überhaupt noch gar nicht, wann irgendwas stattfinden wird. Ihr braucht da also nicht fragen, wann und wie und wo und warum. Wenn es irgendwas zu berichten gibt, dann meldet sich Mulenja oder ich oder wir beide melden uns und sagen euch, jetzt wollen wir das und das machen. Wer Lust hat, meldet sich bitte oder so. Genau. Und ja, es war mit vielen von euch eine sehr schöne Zeit. Also wirklich mit vielen. Es hat mit vielen wirklich Spaß gemacht. Mit manchen nicht so Spaß gemacht. Ja, leider nicht. Also da gab es wirklich ganz, ganz böse Worte durchaus. Und ja, das tun wir uns nicht mehr an. Das möchten wir zum Teil euch auch nicht antun. Und deswegen. Das ist auch einfach nicht das, was wir wollen. Genau. Soll Spaß machen und nicht einen immer ärgern. Und richtig. Das ist halt einfach nicht mehr das Richtige. Also um nochmal eben zu sagen, das Resort wird weitergehen. Das geht weiter. Es ist auch ganz viel geplant und wir werden Mods auf den Server packen. Also es wird kein Bucket-Server mehr sein. Es wird ein Vanilla-Server werden. Wird halt umgestellt. Es wird wieder Mods geben. Es wird wieder mehrere Tiere geben. Also es geht eigentlich wieder zurück an den Anfang quasi. Es geht wieder in die Richtung, wo ich eigentlich mit dem Resort hin wollte. Es wird ja, wie gesagt, viele, viele Tiere geben. Es gibt noch eine Deko-Mod und so weiter. Es ist ganz viel geplant. Was genau raufkommt, das könnt ihr auf mulenja.de verfolgen. Da werde ich euch immer mal wieder auf dem Laufenden halten, welche Mods denn nun auf dem Server sind und welche eben wieder runter müssen, weil sie nicht funktionieren oder so. Da werde ich auf jeden Fall immer mal wieder eine Kleinigkeit drüber schreiben. Da könnt ihr euch dann auf dem Laufenden halten. Genau. Ja. Ja, das soll es dann auch eigentlich gewesen sein, erstmal, denke ich, ne? Das Video geht eh schon viel länger als geplant. Ja.
Wie immer. Und ja, genau. Gut, dann also nochmal vielen Dank für die tolle Zeit, für die Leute, ja, die toll mitgemacht haben. Ja, super mitgemacht haben. Vielen Dank dafür. Und kein Dank an die Leute, die Blödsinn gemacht haben. Nee, ich bin da ein bisschen angefasst, wie man merkt. ja. Ja, es ist schade, dass wir abschalten müssen. Also ich mache das auch mit ganz, ganz schweren Herzen, aber letztendlich hat es einfach keinen Sinn. Anders geht es nun mal nicht. Und genau. Deswegen jetzt dieser Schritt. Gut, dann hoffe ich, dass das Resort dann wieder im neuen Glanz erstrahlt und wir dann da einfach weitermachen können. Immer im Namen der Tiere sozusagen. Genau. Und uns hier ein schönes Resort aufbauen können. Okay, Leute. Gut, dann sehen wir uns in einem unserer anderen Videos. Bis denn. Ciao, tschüss. Ciao.